Ich bin jetzt seit dem vierten Jahr mit dieser unterwegs. Die Maschine ist sehr schön zum Fahren. Sie ist sehr übersichtlich, sie ist sehr wendig. Sie gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Sie ist wie bei allem anderen auch, haben wir auch bei dieser Maschine technische Fortschritte gemacht, wo wir extrem viel auch anzeigen haben, was Achtlasten betrifft, was das Gesamtgewicht, also wo wir geladen haben, betrifft, dass man sehr gut auch einschätzen kann, wie viel habe ich genug, um einen Wagen zu füllen, oder wie viel braucht es noch. Die Idee, so eine Maschine zu bauen, ist von meinem Vater. Also das ist schon die dritte, die so entsteht. Wir haben schon, also der erste, der noch mehr sieht, dass die Originalmaschine ist, vorne dran, wo einfach der Bunker hinten zu, hinter der Maschine kommt. Den zweiten haben wir mit Raupen gemacht. Und jetzt das dritte Modell, noch einmal einen Schritt besser, sieht so aus. Ja. Wir haben einfach gewusst, es ging wahrscheinlich länger. Bei unserer Struktur ist es eigentlich relativ einfach, einen Platz anzumähen. Es geht viel länger und wir haben viel weniger dreckige Strassen. Und wir brauchen auch nicht so einen schweren Traktor, um zum Nachfahren. Das ist sicher Bunkergrösse, Handtauglichkeit und der Fahrradtrieb ist sicher relativ grosszügig ausgelegt. Und Wendigkeit. Das muss stimmen in einer Kette, wo der Abtransport stimmt und die Feldparzellengröße auch einigermaßen übereinstimmt, dass man auch einen Stock von 300 Metern kann, ohne zu kehren, drinnen kann, durchtrennen. Die erste Konstruktion haben wir natürlich eigentlich nichts gehabt und auch kein Geld. Und dort ist man auf einen Abbruch. Er hat einen alten Lastwagen gekauft, hat die Achsen verbreitert, hat alles zweckgerichtet, wo ja heute eigentlich immer noch die gleichen Achsen sind, wo wir ja eigentlich überhaupt noch nie ein Problem hatten mit denen. Und da hat man einfach ruhig auf die Köln geschaut und wir mussten die Komponenten verbauen, die man einfach hier hatte. Und inzwischen haben wir natürlich ein bisschen die Angst verloren, dass es nicht gut rauskommen können. Und dann hat man natürlich viel mehr die Eingriffe angefangen erweitern. Also beim heutigen Häcksler ist ja jetzt nur noch die Hacktrommel und der Cracker und der Beschleuniger eigentlich vom Glas und der Einzug. Ein wesentlicher Punkt ist Bodendruck. Wir wollten uns natürlich laufend verbessern. Und auch die Bunkergrösse hat sich eigentlich in den Transportfahrzeugen angepasst. Das ist sicher ein wesentlicher Punkt. Und vor allem der Bodendruck ist ein Problem, das wir eigentlich haben. Das ist ein schleichender Prozess, wo wir und man nicht in einem Jahr eigentlich sieht. Ja, wenn wir jetzt wieder einen bauen würden, würde er vielleicht wieder ein bisschen anders aussehen, aber ganz sicher fast so wie der Käfer. Der Käfer ist jetzt nicht so schlecht geworden. Ich denke, dass das eigentlich gar nie ein Stück zahlen wird. Und das ist für einen grossen Hersteller nicht interessant. Sicher ein inneres Feuer und vielleicht auch manchmal ein bisschen Dummheit. Vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall braucht es auch Durchhaltewillen.